Hallo und herzlich willkommen bei Virtue, einer neuen Folge Creativers. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Da ist mir doch glatt in der letzten Folge ein Fauxpas passiert. Und zwar habe ich das ganze Ding hier falsch gesetzt. Und keiner hat was gesagt, ihr Schweine. Nee, könnt ihr ja nichts für. Ich habe es aber gesehen, habt jetzt hier schon mal den Eingangsbereich hier zumindest neu gestaltet. Dass das hier auf jeden Fall schon mal wieder richtig ist. Und in dieser Position machen wir jetzt auch weiter. Bis gleich. Das muss ja so sein. Ich weiß gar nicht, was du hier für einer bist. Ach ja, das hier ist ja falsch noch. So. Damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Erstmal das hier zumindest haben. Habe ich auch geguckt, was da hinkommt. Das kommt so. Relativ easy. Da hin, da hin. So. Nee, klar. Muss ja. Wenn er mich oben gelassen hätte. So. So. Jetzt den hier noch hier rüber. Den noch dahin. Und hier haben wir einfach nur die Decke hingezimmert. Wieso? War ich nicht im Crouching? Ganz verschmor. Kein Durchkommen mehr für dich. So. Thema vom Tisch. Und ich bin eine Sorge weniger los. Ich bin heute ein bisschen heiser. Nee, kurz ein bisschen umorientieren. Also das ist sowieso alles falsch. Sparen sind jetzt auch nicht die billigsten. Läuft doch. Huh, wunderbar. Haben wir das Thema schon mal durch. Hier die Treppen. Minul. Wie heißt das? Doch, genug haben, um hochzukommen. Ich nehme an, ich hatte genug. Ne, ja gut, ja auch nicht. Ja, der ist auch wichtig. Leider, ich habe das alles so schön ausgebuddelt und dann so ein Scheiß. Alle da, jetzt natürlich hier auch nochmal fehlerhaft. Okay. Thank you.
Da fehlt natürlich noch einiges. Ich dachte, wir wären schon oben. Thema durch. Ja, hier können wir direkt schon mal welche reinhauen. Das hier nämlich auch vom Tisch. Und schon wieder alle. Alle dran, jawohl. Zumindest so weit. So, hier noch für den, weiß gar nicht wie der heißt, den schwarzen Stein. Den da. Peak Solas, genau. Frag mich jetzt nicht wo. Und generell einfach noch welche fehlen. Okay. Medieval Ruf. Was war denn das haben wir bisher, ne? Fertig. Da hier noch ein paar Torches. Schwierig machen. Hier ein bisschen Licht drin ist. Passt. Hier noch mal ein paar von den Glühlampen hin. Kann ich eh mal gebrauchen. So, dann fehlt jetzt nur noch ein bisschen von dem schwarzen Gestein. Müssen wir sowieso auch noch irgendwas drüber setzen. Aber hier kann man deswegen diesbezüglich auf jeden Fall was rausreißen. Das juckt hier jetzt keinen. Wir so trotzdem versuchen, hier das Bild so ein bisschen aufrecht zu halten. Müssen wir wieder rein. Es wächst schon peu à peu zu, so ist es ja nicht, ne? So, das baut sich ja nun mal halt auch nicht von heute auf morgen alleine. Da ist die Frage, irgendwo, genau da fehlt einer. It's date. Dafür ein paar, das ist nicht schlimm. Dafür ein paar, ist auch nicht so schlimm. Die können wir aber noch setzen.
So. Ich habe jetzt hier unten nicht irgendwelchen Schrott gemacht. Sieht gut aus. Sieht vernünftig aus. Ja, sehr begeisternd. Sehr begeisternd. So. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier Riesenzimmer reinzupflanzen. Riesenzimmer. Kein Zimmer. Mit einem kleinen Durchgang von mir aus hier irgendwie zusammengewürfelt. Irgendwie so, ne? Vor allen Dingen auch irgendwie mit Wand, nicht mit Wand. Also einfach mal hier so als Bodenbelag. So, jetzt hier erstmal irgendwie was zu umreißen. Schon mal rüber gehen. Wir müssen es ja nicht hundertprozentig ausbauen. Hier wird es halt sonst eng, ne? Könnte man vielleicht aber auch höher gehen dann. Müsste man wahrscheinlich generell einfach. Deswegen mach mal den. Ist ja allein schon groß. Gehen wir davon aus, der ist gleich. Was heißt denn hier lang? Zap. Nach hinten müssen wir nicht gehen, weil ja, wir haben hier genug Freifläche. Den Weg würden wir hier am besten Weg hinkriegen. Wie gesagt, nur sehr schmal. Gehen. Würde irgendwie gehen. Was von einer größeren Wand. Ach komm schon. Ernsthaft. Einen höher. Ja, vielleicht kriegen wir es auch ein bisschen mit Blueprinten hin. Dass wir das nicht komplett machen, aber dazu brauchen wir halt einen relativ gleichen Bereich jeweils erstmal. Bietet sich ja hier an, muss ich ja auch zugeben.
Oh, mal so. Zwei Ebenen Zimmer. Planung fürs, endlich fürs Bett. Die Schlafgemächer, die Privatgemächer wollen wir sie mal nennen. Ist mal, wird mal Zeit. Nicht arbeiten. Dann können wir das nämlich 1:1 rüber kopieren. Das mit der Tür da auch noch, die können wir auch reinsetzen. Wer weiß, wo wir den Gang dann hinführen oder sowas. Ist ja noch viel Spielraum hier. Bereich, eine Riesenfläche und hier unten dann der andere. Ich denke, das ist okay. Kannst du so reinbauen einfach mal. Eine größere Vorstellung. So. Sollte Platz genug sein. Hier oben können wir jetzt nicht so hoch gehen, ist aber auch nicht so schlimm. Dann brauchen wir nämlich auch nicht über die Kuppel gehen, was auch noch ein Alternativplan war. Man kann hier wirklich dran vorbeischlittern und können das hier vielleicht sogar mit einbinden. Oder wir machen den etwas schmaler dann halt mit so Slabs auf den 2 Metern hier. Ist aber erstmal gar nicht so relevant. So, Fragen über Fragen. Design, technisch, kein Schimmer. Zero, nada, niente. So, ich gehe mal grob davon aus, dass ich hier auch eine Tür hinsetze. Gut, die Lampen hier müssen dann leider auch flöten gehen. Ist halt so. Hier will ich gar nicht so viel mehr Unterschied machen. Ist auf jeden Fall groß. Wird riesig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mache ich mir aber jetzt und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin und tschüss.